Geht es Ihnen auch so wie mir? Nach jedem Terroranschlag sieht man im Fernsehen riesige Demonstrationen, wo die Leute, vor allem aber die Politiker, sich gegenseitig bestätigen, wir haben keine Angst. Ist das nicht wie das Pfeifen im Walde? Denn alle Umfragen bestätigen, wir haben Angst. Angst nicht nur vor Terror, Angst vor Klimawandel, Altersarmut, Einbrüchen. Mein Thema heute, die Macht der Angst. Instrumentalisierung oder Realität? Willkommen aus dem Herzen Berlins. Ja, in diesen letzten Tagen vor der Wahl hört man auch wieder, die Gesellschaft ist gespalten. Ja, sogar bis in die Familien hinein geht diese Spaltung. Viele reden schon gar nicht mehr miteinander, weil sie so unterschiedliche politische Meinungen haben und sich gegenseitig vorwerfen, wird die Angst nun instrumentalisiert oder ist das Realität? Frauen haben Angst, allein im Dunkeln durch den Park zu gehen. Die Polizei in Leipzig sagt, joggen bitte nur noch zu zweit. Es gibt auch Polizisten, die Angst haben inzwischen und Angst auch, wie wir künftig leben. Wie sicher sind wir eigentlich, was Kriminalität, aber auch die Renten angeht. Sind wir bald die ARD, die Angstrepublik Deutschland? Ich freue mich über zwei kompetente Gäste und freue mich, dass Sie beide konnten zu diesem Termin und da sind. Einmal der bekannte Psychiater, langjährige Leiter der renommierten Panorama-Klinik in Scheidegg und jetzige Chef der Max-Grundig-Klinik auf der Bühler Höhe, Christian Peter Dox. Herzlich willkommen. Und ihm gegenüber ein geschätzter Kollege, ehemaliger Chefredakteur des Focus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Jetzt betreibt er einen Blog. Wo findet man den? Auf ulireitz.de. Ulireitz.de. Es ist nämlich Ulrich Reitz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Dox, alle Politiker beschwören ja immer, wir haben keine Angst. Das klingt fast wie ein Befehl. Ist das das Pfeifen im Walde? Das ist nicht das Pfeifen im Walde, das ist für einen Psychiater einfach dummes Zeug. Weil wir Menschen haben alle Angst. Angst gehört zu uns, ist ein Teil von uns, ist auch ein ganz gesunder Teil von uns. Natürlich, wenn schreckliche Dinge passieren, dann haben wir noch mehr Angst, dann haben wir auch Panik teilweise und dann haben wir Befürchtungen. Wenn dann jemand uns beschwichtigen will, dann sind das Worthülsen und dann merkt der Bürger auch, er wird nicht mehr ernst genommen und dann verlieren wir den Kontakt. Wie sehen Sie das? Das wirkt ja fast schon wie so ein Befehl. Also, wir haben keine Angst. Ja, man versucht natürlich Einfluss auf das zu nehmen, sich nicht fragen lassen zu müssen, wie sieht denn eigentlich eure Lösung aus? Weil tatsächlich, wenn ein Terroranschlag passiert in einer der europäischen Hauptstädte, dann steht die Politik ja meistens ratlos da und das ist ihre größte Furcht. Mhm. Die Politik selber hat ja Angst. Mhm. Ja, wir haben das ja gerade am Freitag gehabt, als diese Nachrichten kamen von London. Dann hieß es sofort, obwohl man noch gar nicht wusste, dass das ein Terroranschlag ist, Angst, die Leute haben Angst. Also ein zentrales Thema. Was wir mal gemacht haben, wir haben aus dem Wahlkampf heraus ein paar Aussagen von Politikern zusammengeschnitten. Denn plötzlich, wenige Tage vor der Wahl, thematisieren alle Angst. Und was früher doch eigentlich nur Populismus war, also Angst vor Flüchtlingen, vor Klimawandel, vor Terroranschlägen, vor Altersarmut. Wir sind nicht in der Lage, 1 Million Menschen in diesem Land zu integrieren. Es geht schlichtweg darum, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu retten. Wir halten aber an Klassikern wie Bekämpfung der Bespitzelung fest. Es wird nichts daran ändern, dass für Millionen Menschen Altersarmut droht. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, Herr Dox, das frage ich erstmal den Psychiater und dann den Journalisten. Das ist ja nun der Gipfel überhaupt. Das war zum Schluss nicht Wahlkampf. Das war im November 2015, als ein Fußball-Länderspiel in Hannover abgesagt wurde. Und der Bundesinnenminister sagt, also ich kann Ihnen leider den Grund nicht sagen, denn wenn ich Ihnen den jetzt sage, dann haben Sie noch mehr Angst. Und das ist der große Fehler, der gemacht wird, dass man es jahrelang, auch heute noch, verdrängt die ganze Zeit und auch die Menschen nicht ernst nimmt. Und wenn du heute sagst, du hast Angst und du hast Angst vor Überfremdung, vor diesen vielen Menschen, die kommen, dann wirst du entweder als krank tituliert oder du wirst halt als rechts tituliert. Mhm. Und das Schlimme ist, dass die wirkliche Befürchtung, mit dem Begriff Angst bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil der gleich mehr pathologisiert wird. Aber diese Befürchtung, die Menschen haben, das ist was sehr Gerechtfertigtes und das sollte man endlich ernst nehmen. Und ich glaube, der große Fehler der Politik ist,
es nicht ernst zu nehmen. Ja, wie kann ein Minister, also ein so besonderer wie de Maizière sagen, also das kann ich jetzt nicht sagen, so haben die Leute, jetzt haben sie doch erst recht Angst. Er hat ja psychologisch auch einen großen Fehler gemacht, weil, sorry, dass ich auch in Ihrem Feld bildere. Ich bin kein Psychologe. Aber wenn man sagt, ich kann da nicht drüber reden, weil sonst alle Angst hätten, haben die Leute ja noch mehr Angst. Mhm. Also schon das war ja eine Eselei. Man erwartet von der Politik zu Recht Lösungen. Die Öffentlichkeit erwartet Lösungen. Und wenn die Politik Lösungen nicht liefern kann, dann flüchtet sie. Mhm. Angst ist vielleicht in der Politik der größte Treiber. Sie lesen übrigens darüber auch nichts. Aber es ist der größte Treiber. Wenn Frau Merkel sich selber präsentiert als die Verkörperung von Sicherheit an sich, dann ist das der Reflex genau darauf, dass die Menschen sehr verunsichert sind, wie Sie es auch gesagt haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und Frau Merkel sagt, ich bin Sicherheit, Feierabend. Mhm. Sie ist die größte Profiteurin von Angstpolitik. Mhm. Das Schlimme ist bei Frau Merkel, dass sie halt sagt, ich bin die größte Sicherheit, aber auch gleichzeitig eine Handlungsinkompetenz zeigt. Also sie tut ja nichts. Und ich denke, wenn du Angst hast, die Menschen, die Angst haben, erwarten von dir, dass du aktiv was machst, weil du Sicherheit brauchst. Und hier wird immer Sicherheit versprochen von den Politikern, aber sie tun nichts. Wenn sie was tun würden, das ist einfach. Wenn sie was tun würden, dann führt es zu Verunsicherungen und es heißt Verunsicherungen weiter an. Sie müssen ja aus ihrer Lebenswirklichkeit, vielleicht aus ihrer Bequemlichkeit, sich rausbegeben dann. Wenn sie beispielsweise... Früher war es innerhalb der Union üblich, dass man über die Grenzen des Asylrechts diskutiert hat und diskutieren durfte und konnte. Gab es sogar Wahlplakate? Es gab Wahlplakate, nicht nur von Herrn Koch in Hessen damals, sondern es wurde offen diskutiert. Das wird heute nicht diskutiert. Derjenige, der sagt, wir müssten vielleicht nachdenken, ob wir ein individuelles Asylrecht uns noch leisten können, der wirft sofort pathologisiert oder in eine rechte Ecke gestellt, in die er nicht reingehört, weil diese Diskussion ist eigentlich angebracht. Das heißt also nochmal zum Anfang, in dem Moment, wo ein Politiker anfängt zu handeln, stiftet er Verunsicherung, weil er muss Fässer aufmachen, die die Leute nicht aufgemacht haben wollen. Ja, aber es ist quasi wie ein Ventil. Also wenn man Angst zulässt, aber auf der anderen Seite Lösungen anbietet, wäre das doch fast schon so, als wäre man beim Psychiater. Es ist doch eigentlich einfach. Ja, aber es ist doch eine Lebensweisheit. Wichtig zu sagen, ist erstmal, es ernst zu nehmen. Richtig. Dass du halt, also du musst auch als Psychiater, wenn ein Patient kommt, du kannst nicht einfach sagen, die Beschwichtigung wird schon wieder, sondern du musst ernst nehmen. Und ich glaube, das ist das Fatale, dass diese Menschen sich nicht ernst genommen fühlen und weder recht sind noch irgendwas anderes, sondern sie haben wirklich Angst und sind sehr verunsichert. Mhm. Und das ist das Wesentliche. Ich muss denen Sicherheit vermitteln. Aber kann das sein, dass, wir haben ja jetzt an sich festgestellt schon mal, also Politik hat das nicht ernst genommen, hat das nicht zugelassen, hat keine Lösung angewiesen. Vielleicht auch ein großes Koalitionsphänomen. Ja. Weil sie natürlich, wir haben in den letzten Jahren eine Verengung des Diskursspielraums erlebt. Keine Opposition mehr? Sie haben mit Ausnahme vielleicht der FDP auf der einen Seite und der Linkspartei auf der anderen Seite, haben sie doch in Wahrheit nur noch Mainstream. Mhm. Ja. Erwartbare Antworten, eine Schablonisierung von Politik, eine furchtbare Bürokratisierung von Sprache, weil die Politik, und gemeint ist die Große Koalition, die Erfahrung gemacht hat, sie kommt damit durch. Aber kann es nicht auch sein, dass das alles auf ein Phänomen zurückzubringen ist, dass Politik heute in einer Parallelwelt lebt? Also wenn ich nur mit dem Dienstwagen und mit Limousinen und mit Leibwächtern unterwegs bin, weiß ich doch nicht mehr, was in Kreuzberg oder in Duisburg-Merkloh ist. Ehrlich gesagt, das halte ich für ungerecht. Ja? Ich glaube das einfach nicht, weil die Politiker, zumindest die Hälfte der Abgeordneten, hat einen Wahlkreis. Und oder wird im Wahlkreis gewählt. Und die Leute haben schon an den Wochenenden ihre Bürgersprechstunden und sie kommen nicht nur zu Wahlkampfzeiten mit dem Volk in Berührung. Gut, da sagt ein Wolfgang Bosbach hier in der Sendung, ich habe noch nie so viele Menschen in der Bürgersprechstunde gehabt und noch nie so viele Menschen weinen sehen. Aber ich darf es aus Fraktionsdisziplin nicht sagen. Ja, der Bosbach ist ein gutes Phänomen, auch was passieren kann, wenn man sich eben den Mund nicht verbieten lässt, was ich an dem Bosbach immer toll fand. Mhm. Ne? Der hatte eine eigene Legitimität, die daraus erwachsen ist, dass er in seinem Wahlkreis immer direkt gewählt worden ist. Das heißt, der musste nicht sagen, ich brauche die CDU, sondern die CDU brauchte ihn. Der musste nicht sagen, ich brauche Angela Merkel, sondern er konnte immer sagen, Angela Merkel braucht meine Stimme. Das heißt also, aus dieser Unabhängigkeit,
die aus einem Vertrauen, das er geschafft hat im Volk, für sich zu gewinnen, wächst auch die Möglichkeit, eine höhere Diskursfreiheit zu haben. Das sagt jetzt einer, der in dem Politikbetrieb wie ich drin ist. Aber was, wie sehen Sie das? Also er sagt, von außen. Er sagt, was sehr schön ist, weil gerade wenn man den Bosbach als Beispiel nimmt, das war ein sehr authentischer Mensch. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was die Politiker verloren haben. Da bin ich ein bisschen bei ihrem Dienstwagen, auch wenn die immer in Wahlkreisen sind. Also die reden einfach nicht mehr offen und man glaubt es ihnen nicht mehr. Und dann nehme ich, da habe ich das Gefühl, sie haben den Kontakt zumindest zu den Menschen, die ich als Patienten habe, völlig verloren. Mhm. Also jetzt sind wir bei Ihren Patienten und da ist jetzt die Frage an den Psychiater. Ist Angst in irgendeiner Form programmiert oder wächst das, nimmt das ab? Angst ist programmiert und Angst gehört zu uns, weil sie bewahrt uns vor Dummheiten. Mhm. Also nicht vom 5-Meter-Brett zu springen, wenn sie unten kein Wasser haben, das ist eine sehr gute Angst, die man hat. Das Schlimme ist, wie das Maß der Angst sich verändert und das Gefährliche an der Angst ist, sie ist hoch manipulierbar. Und Angst lebt von der Fantasie, also von der Angst vor der Angst. Mhm. Und das machen natürlich jetzt zum Beispiel die Parteien, das kann man in der Politik schön erleben, wie auf der einen Seite sozusagen die Fantasie gefördert wird, die Angst geschürt wird. Und das Irre ist, wenn du sehr ängstlich bist, hört das Denken auf. Mhm. Das kennen wir alle. Du kannst von der Angst so überflutet werden, dass du rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich bist. Und das passiert so ein bisschen, wenn man die Angst ganz nach oben bringt, dann hören die Leute auf, vernünftig zu denken und dann wählen sie auch eine Partei, die sie gar nicht wählen sollten. Das führt zu diesem Satz, Angst ist kein guter Ratgeber. Ja. Oder Angst essen Seele auf. Ja. Ja. Ich glaube das auch, aber es ist einer der größten Beweger in der Geschichte. Es ist seit Jahrtausenden hat Politik mit Angst zu tun. Also kein Phänomen, was nur Angela Merkel, die AfD oder die Linkspartei betrifft. Weniger praktiziert von den Parteien der Großen Koalition. Immer mehr an den Rändern, weil die natürlich auf Emotionalisierung setzen, weil die was bewegen wollen. Mhm. Aber im Prinzip ein Jahrtausende altes Phänomen. Wir kennen so aus dem alten Rom, Karthago, esse delendam, man muss Karthago zerstören, war schon ein Reflex, dass man die Römer bei der Stange halten musste, wenn man einen äußeren Feind aufgebaut hat. Was verrückt hat unserer Gesellschaft ist ganz kurz nur, dass wir alle Angst haben, aber alle so tun, als hätten wir keine. Richtig. Und werden auch ständig wieder runtergebügelt. Richtig. Und man sagt, vermeidet, das gibt's doch gar nicht. Ja, und trotzdem ist ja, wenn man nach USA kommt, ist also was bei uns ist, die Steigerungsform von Angst ist ja Heidenangst, hochinteressant. Ja, oder Panik, bei uns ist Panik. Und in Amerika sagt man German-Angst. Ja. Sind wir so gepolt aufgrund unserer Geschichte? Warum? Die Geschichte muss man nicht rausnehmen. Wir sind so gepolt, weil wir so erzogen werden. Ja. Wir werden auf Funktionieren erzogen, wir werden auf Pflichterfüllung erzogen und natürlich, wenn jemand auch dann, wir werden auch zwanghaft erzogen und sehr negativ verschaltet, wie wir Psychiater sagen. Das heißt, wir werden dazu erzogen, die negativen Dinge wahrzunehmen, nicht die positiven. Ja. Italiener wird das ganz anders verschaltet. Das ist ja was typisch für Journalisten. Das ist Bad News. Dankeschön. Dankeschön. Also, ja, aber ist ja auch. Es ist typisch, weil ja mal gesagt worden ist von dem einen oder anderen, es gibt keine deutschen Kultureigenschaften. Ja? Ja. Das ist eine deutsche Kultureigenschaft, dass wir vielleicht ein Volk von Angsthasen sind. Der Le Waldsterben hat der Franzose sich zu eigen gemacht. Die German Angst fanden die Amerikaner so bemerkenswert, dass sie sie eingedeutscht haben, weil das Phänomene sind, die in deren Kultur gar nicht vorkommen können. Mhm. Weil die immer sagen, du guckst nach vorne und du bist Herr deiner eigenen Karriere oder deines eigenen Lebens. Ja, sieht man ja selbst jetzt bei